Hier im Trainingslager ist ja so, dass es alles anders ist. Aber du hast gewissen Termine, die immer so stehen bleiben. Du hast diese gewissen medizinischen Sitzungen hast du, wo der Trainer dabei ist, wo die ganzen Physios dabei sind. Du hast eine Trainersitzung, aber trotzdem versuchst du auch, das abzuwägen, sondern dass nicht alle an den Trainer rangehen, sondern man sortiert sehr viele Sachen aus und die liefert man an den Trainer. Man versucht einfach, den Trainer den Rücken frei zu halten, dass er einfach mal hier im Trainingslager vernünftig arbeiten kann mit den Jungs. Man hat Sitzungen, man ist Transferphase, mit anderen redet man sehr, sehr viel. René ist auch noch da, du hast dann deinen Teammanager, der organisatorisch sehr, sehr Sachen mit mir abklären muss. Du hast dann auch unseren High-Performance-Trainer, der dann auch Sachen mit dir erklärt, wie ich Sachen sehe. Also es sind sehr viele Sachen, die auf. Du hast ja im Prinzip keinen Termin, aber du hast trotzdem immer am Tag immer was zu tun. Du hast dann nochmal die Presse. Presseleute, Medienleute, mit denen du halt ein paar Sachen klären musst, wie der Tag aussehen soll, wie die den Tag planen, um damit zu wissen, okay, welche Spieler sind eingebunden. Das sind Sachen, die ich auch wissen muss. Und das ist so der Tag. Und ich kann dir sagen, also es ist, man kann sagen, okay, du hast heute 3, 4 Termine, aber am Ende hast du vielleicht 7 Termine, die auf einmal nicht geplant sind. Und ich glaube, die Erfahrung, die man auch bringt, dass man auch selbst gespielt hat, man weiß, wie es mal war, aber trotzdem ist auch so, dass man Spaß hat. Man hat Spaß, mit den Menschen zu arbeiten, man hat Spaß, Sachen zu gestalten. Und glaube, ich sage nicht, dass ich perfekt bin, sondern ich versuche auch von den anderen zu lernen. Und das stärkt mich her und das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, Thomas und ich wir reden sehr, sehr viel. Ich glaube, am Ende ist Thomas der Entscheider, der ist der Kopf für uns und mit dem geht's alles und daher reden wir sehr, sehr viel. Wenn er gewisse Themen hat, mit denen er mit mir besprechen will, reden wir. Aber jetzt ist André auch noch da, mit dem wir auch sehr, sehr viel zusammensitzen bezüglich Traininggestaltung. Wie sieht es die Woche aus bezüglich auch Reisen? Wie wollen wir vorgehen? Oder gewissen Ideen. Jetzt haben wir Thema Kapitän, wo wir auch lange darüber gesprochen haben, um zu gucken, okay, welche begehen wir. Und das ist halt, glaube, der kann meine Erfahrungen mitnehmen. Ich habe sehr viel erlebt, das weiß er auch. Und glaube, das benutzt er auch sehr. Und glaube, da bin ich auch bereit, ihn dabei zu unterstützen. Und die Idee, was er hat, haben wir alle beide unterstützt, zu sagen, glaube, das ist das richtige Weg, was wir machen können. Und daher bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, André bespreche ja sehr vieles. Ich glaube, es ist am Ende liegt der PLZ bei mir. André ist eher für die Transfer zuständig, aber trotzdem ist er mein Boss. Und wir beten uns ab. Ich glaube, wir haben Anfang der Woche immer eine Sitzung, wo André mich updatet, wie es mit den Transfern aussieht. Ist auch so, dass André mir auch dann auch gewisse Spieler gibt, was meine Meinung ist, was ich dazu sage. Am Ende entscheidet er, aber trotzdem will er meine Meinung haben. Und das ist das enge Art Zusammenarbeit, was wir haben. Am Ende, ich wähle den ab bezüglich Hotel, welche Hotel wir abziehen, zumal abziehen werden jetzt in Hamburg, wo gehen wir rein, das sind Sachen, die ich dann update, wo ich mit meinem Teammanager zusammen arbeite und das sind Sachen, die wir dann auch oft besprechen. Das schätzt Thomas sehr, weil wir dann offen über Sachen reden. Ich glaube, wenn du, der Trainer ist mittendrin, das Training läuft und du kannst sehr, sehr viel erkennen. Du kannst erkennen Spieler, die Gas geben, kannst erkennen Spieler, die dich ab und zu mal sich rausnehmen. Und dann nimmst du es auf und versuchst einfach mit den Leuten zu reden. Und ich bin der Typ, der immer die Tür auf hat für die Spieler, aber die wissen aber auch, dass ich öfter mal auch Jungs ins Büro hole, um mit denen zu reden. Weil wenn ich das Gefühl habe, man lässt streifen, man ist halt, man gibt nicht mehr diesen Gas, was man erwartet, dann bin ich auch da, der mit den Spielern redet. Aber am Ende ist ja so, dass ich versuche, dem Trainer gewisse Input zu geben, Sachen, die ich erkenne. Und um dass wir dann auch irgendwie daraus besser werden. Und das ist also, was ich nachhinein durch meine Erfahrung mitbringen kann. Ich bin mit 20 in der Stärke gekommen, nicht zu wissen, was die Fans für den Verein bedeuten. Und ich glaube, habe von ersten Tag an gemerkt, was die Fans für Stärke 04 ist. Und ich glaube, das habe ich in mir. Und ich glaube, es ist immer ein Genugtuum, es ist immer schön, mit den Fans zu reden. Und wenn du mit einem kleinen Kreis von Fans redest, geht ja sehr tief rein. Und ich glaube, die Fans, die jetzt letztes Mal dabei waren, sind wirklich tief reingekommen bezüglich, okay, warum spielt der und der, warum macht der Sinn? Und das sind Fragen, die du sonst nie beantwortet hast. Automatisch siehst du einen Fan, mit Autogramm und bist weg. Aber diesmal war es einfach interessant zu wissen, wie die Fans Sachen sehen und über Sachen nachdenken. Und die beobachten ja Sachen von außen. Und ich glaube, wenn die gewissen Sachen hier geben, heißt es, die haben Sachen erkannt. Und das hat mir viel gegeben. Ich glaube, das sind Sachen, die man mitnimmt.
Hintergrundgespräche sind Gespräche, die mit denen du die Medien machst, einfach mal um Sachen zu erklären. Sachen einfach, dass sie uns verstehen, warum wir das machen. Es macht auch viel Spaß, mal mit den Medien zu arbeiten. Wo ich früher, früher war es eher so eher vorsichtig, aber jetzt bin ich eher hinsichtlich sehr, sehr locker geworden. Am Spieltag bin ich auch sehr, sehr eng angebunden. Klar bist du nah am Trainer dabei. Du musst ja dann auch gewissen Pressetermine wahrnehmen. Aber man bespricht auch klar, wie spielt der Gegner, wie geht man vor. Man ist auch in der Trainersitzung, wenn man in der Trainerkabine ist, ist man dabei und es werden gesprochen. Und dann versucht man mit seinen Erfahrungen, was man gesammelt hat, auch vielleicht seinen Input reinzugeben. Aber ich sag's immer, am Ende ist der Trainer der Entscheider. Der hat seine Idee und wenn du was hast, kannst du ruhig reinbringen. Aber am Ende entscheidet ja. Und Robert Thomas schätzt das sehr, dass wir einfach ein gewisses Know-how auf dem Bank haben. Nicht nur meine Wenigkeit, aber wenn jetzt mit Trainerstab sind, mit Bujo, mit Matze, da sind ein paar Leute dabei, die dabei auch dabei gut sind. Und da nützt Thomas sehr, sehr, oder schöpft das sehr, sehr gut aus, einfach uns mitzunehmen. Ich tick ab und zu mal auf der Bank aus, weil du einfach diesen ganzen Druck, was du in dir hast, immer rauslassen musst. Und wenn du als Spieler auf dem Fleisch kannst du gewisse Sachen selbst umsetzen. Aber wenn du auf der Bank sitzt und nicht erscheinen darf und nicht einwirken können oder irgendwas mitmachen kann, ist es schon sehr, sehr schwer. Deswegen würde ich sagen, dass als Spieler es einfacher war, auf der Bank zu sitzen, als jetzt auf der Bank zu sitzen. Als Fußballer ist es ja so, dass du weißt, fest morgens, hast, was ist um 8.30 Uhr, ist Frühstück zusammen und dann gehst du auf den Platz, trainierst. Und dann hast du irgendwie den Nachmittag frei, lässt dich dann am Trainer vielleicht leicht massieren und dann hast du frei. Jetzt ist es aber so, dass du nie abschätzen kannst, wann du überhaupt nach Hause darfst, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Es macht halt viel Spaß, nach dem Fußball einfach was zu tun, was zu haben, wo man einfach reinwächst und ich fühle mich sehr, sehr wohl.